Okay, geil. Spielst du weiter in der, gerade in der Zeit oder machen wir Pause? Sag Stegi bitte, dass wir ihn vermissen. Ich spiele gerade weiter, aber I don't know. Okay. Soll dir sagen, dass Chat dich vermisst? Oh, ich sehe dich. Es ist nicht mal gelogen, Digga. Oh, es ist so ein komisches Gefühl. Aber du hast ja gemerkt, Digga, dass zum ich Glück das schon enjoyed habe, einfach frei zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist so krass, Mann. So, ich hole gerade alles nach vom letzten Jahr, Mann. Immer wenn ich mit Leuten laber, die viel streamen oder gestreamt haben und jetzt nicht mehr, sagen die immer, dass die nie gedacht haben, dass es so geil ist. Und dann, immer wenn die das sagen, denke ich so, vielleicht verpasse ich was oder so. Also, weißt aber du lebst doch auch ein bisschen zwischendurch, finde ich. Ja, hier und da. Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so an, als würde ich was verpassen, you know? Das meine ich, also ich habe so das Gefühl, du bist ja... Aber manchmal frage ich mich, ob ich was verpasse, weil Leute halt immer so sagen, weißt du? Ich sag bei den coolen Sachen so, bist du immer dabei, habe ich so das Gefühl, glaube ich. Also, ab einem gewissen Punkt, zum Beispiel bei mir ist es so, ich merke halt, bei mir geht es jetzt ins andere Extrem, man chillt so viel irgendwie, weißt du so? Ja. Es geht jetzt schon Richtung Hängen. Was ich jetzt zum Beispiel vorhabe, bei so dem Freundeskreis da so in Köln, so durchzusetzen, dass wir einmal in der Woche Hallenfußball, Squash, Tennis, Badminton, Digga, ganze Programme auf einmal. Nein, entweder, also eins davon pro Woche, weißt du? Digga, ich setz jetzt durch das hier. Einmal pro Woche Fußball, Badminton, 400 Meter Sprint. Digga, Bro macht einmal pro Woche Olympiade, Alter. Würdest du sagen, irgendeine. Also wenn du, wäre sowas wie Bridge. Digga, ich bin nicht Stegi. Jemand hat gerade mir donated, dass ich dich fragen soll, ob du gerade viel fickst. Digga, what the fuck, Alter. Ich hole halt alles nach, ne? Boss. Muss. Ja, aber weißt du was, oder ich hab's vorhin gemeint, man chillt zu viel und man macht dann zu wenig irgendwie in der freien Zeit coole Sachen. Bro, ich sag dir ehrlich, ich kenne das nicht mehr. Ich mach das hier seit 10 Jahren, Bro. Ich hab das vergessen, wie das ist. Was meinst du, coole Sachen machen? Nee, zu chillen. Ich chill selten länger als einen Tag. Naja, okay, ja, ich check, was du meinst. Ja, okay. Aber... Ja, okay, true. Ich glaube, so lange, wie ich jetzt frei hatte, hast du nie frei gehabt in der ganzen Zeit. Mhm. Das ist krass. Weißt du, wie es sich für mich anfühlt? Und das wollte ich auch unbedingt haben. Ein Ferienfrei haben. Sommerferien waren irgendwann so lang, dass du fast schon gelangweilt davon warst. Und das wollte ich so forcieren. Okay, check ich, ja. Und das war mir so wichtig, dass ich so richtig so überlang einfach frei habe, dass es sich so richtig anfühlt, so nach, Digga, das ist so, boom, 7 Wochen oder so. Ich liebe das. Bro, man hat sich früher teilweise manchmal auch wieder so lowkey gefreut, dass Schule wieder anfängt, ne? Ja, also natürlich war das schon eher... Oder Freunde sehen, ja. Gehabt. Genau. Nein, doch, auf jeden Fall. Ich glaube natürlich, kommt auf die Schulzeit an, so, aber es war natürlich trotzdem so, du warst so lange dann so, hattest so lange frei, dass es schon geil war, wenn es wieder so weitergegangen ist, irgendwie so mit Freunden. Auf so eine komische Art und Weise. Ich weiß nicht, dass ich komplett aus dem Häuschen war, aber irgendwie dachte ich mir so, schon ganz geil eigentlich. Aber auf jeden Fall war es so, dass du nach den 6 Wochen Sommerferien dir einfach so dachtest, Alter, ich erinnere mich nicht mehr an den letzten Schultag, so, weil es ist so lange frei hattest irgendwie. Mhm. Das wollte ich jetzt auch jetzt so schaffen, dass ich einfach so wusste, Digga, ich erinnere mich schon fast nicht mehr dran, wie es war, daily zu streamen. Crazy. Ich dachte, Rito, du bist tot, Digga. Motherfucker hat mir bei WhatsApp so lange nicht geantwortet, Chat, und dann taucht er. Und dann sehe ich den Wichser auf einmal auf einer Party, Bro. Auf einer fucking Party, Digga, er spawnt einfach. Jemand sagt so, Stick ist hier. Ah ja, moin, Digga, chillig. Oh Mann, Digga. Aber Party war cool, oder? Ja, Mann. Fandst du nicht? Mein Favorit war der Part, wo du im Club meintest, wir gehen kurz einen Döner holen und dann seid ihr despawned für 2 Stunden. Digga, oh mein Gott. Digga, weißt du, was ich daran so krass fand? Dass ich bis zur letzten Sekunde gedacht hätte, dass du mit Döner holen gehst. Was? Ja, das wurde mir so kommuniziert, glaube ich, am Anfang. War aber nicht so. Am ersten Tag vor Schulbeginn immer Klamotten rausgelegt und richtig gefreut wieder auf Schule. Nach 3 Tagen wieder keinen Bock mehr gehabt. Ja, Philipp. Jemand meinte, dass er sich immer einen Tag vor Schulbeginn wieder Klamotten rausgelegt hat, mega hype war und nach 3 Tagen schon wieder keinen Bock hatte. Aber auch, weil die einfach Klamotten nicht mehr gepasst haben. Das war so der enttäuschende Part. Einfach, scheiße. Nein, ich bin fett geworden, Digga. Aber keine Ferien. Wegen Muskeln. Weil die Ferien genutzt wurden für den Muskelgrind.